Video zeigen. Ich habe letztes Jahr in Thailand einen Thai-Massage-Kurs gemacht und ja, Lini hatte die coole Idee, dass wir vielleicht mal ein paar kleine Moves zeigen, dass ihr euch gegenseitig zu Hause mal ein bisschen massieren könnt für 10 Minuten. Einfach. Genau. Und ich hoffe, ihr könnt folgen. Wir werden noch unten drunter ein paar Notizen schreiben oder Lini wird ein bisschen mehr erklären noch dazu, dass ihr das besser nachvollziehen könnt. Ihr könnt euch das ja auch gerne einfach einmal vorher angucken und dann eben mit einem Partner zusammen euch das Geschenk der Massage geben. Sorgt dafür, dass ihr eine weiche Unterlage habt. Keine Ahnung, könnt ihr auf dem Teppich machen oder einfach eine Decke, ein Kissen vielleicht am Ende für den Kopf. Ja. Und das war's eigentlich. Ja. Checkt vorher mit eurem Partner quasi ein und fragt, ob er irgendwelche Beschwerden hat, sodass ihr wisst, dass ihr vielleicht da ein bisschen mehr Zeit verschwenden könnt. Was heißt verschwenden? Zeit nutzen könnt quasi. Und ja, hoffentlich gefällt's euch. Danke! Und ich mache jetzt alles ein bisschen mehr im Schnelldurchlauf, dass das Video nicht so lange wird. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne mit eurem eigenen Tempo arbeiten. Erstmal mit dem Körper connecten. Könnt ihr euch auch gerne so viel Zeit nehmen, wie ihr möchtet. Ja, und beim Anfang fangen wir erstmal mit den Füßen an. Das heißt, ihr geht mit euren Handballen quasi an die Außenkante der Ferse und drückt einfach ein paar Mal im Fuß entlang, hoch bis zu den Zehen, eher bis zum Fußballen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt mit den Daumen das gleiche machen. Also die Triggerpunkte, wenn es wirklich sagt Bescheid. Bisschen. Ja, das ist ein angenehmer Schmerz. Gut. Das Knacken, Knacken ist auch normal. Und dann nochmal mit den Handballen. Jeder Körper ist anders. Das heißt, checkt mit eurem Partner, ob es okay ist, ob der Druck in Ordnung ist oder zu viel. Genau, jetzt könnt ihr mal ein bisschen Beine lockern als Warm-up. Jetzt nehmt ihr mal den rechten Fuß und den linken und schiebt aber den rechten auf den linken und drückt einmal runter, so wie man das so kennt von der Thai-Massage. Und das gleiche dann von der anderen Seite. So, genau, linker mit dem rechten. Das dehnt schön die Außenseiten der Beine. Zurück. Dann nehmt jetzt mal den linken Fuß, setzt euch ein bisschen mehr an den Fuß heran und fasst quasi mit dem Daumen unter die Fußballen und dreht mal das Bein so ein bisschen mit eurem ganzen Körpergewicht. Einfach mal ein bisschen locker lassen. Man merkt das nämlich, wenn derjenige nicht ganz relaxed ist. Und die andere Seite. Jetzt fasst ihr mal mit den Fingern quasi so auf die andere Fußseite so und drüber. Das ist schwer zu erklären, merke ich gerade. Und dreht euch einfach mal auf die. Lass mal locker. Ja. Dreht euch mal auf die linke Seite. So bekommen. Das ist gut für die Außenseite der Beine. Stretch ein bisschen. Und dann die andere Seite. So drüber fassen und nach rechts. Dreimal. Und so bekommen. Das gleiche an dem rechten Fuß. Wieder mit dem Daumen unter die Fußbeine fassen. Und da kann man es jetzt auch besser sehen. Genau. Kann man gleich mal ansehen. Drehen. Ist das okay? Mhm. Und dann wieder über den Fuß fassen und dreimal außen drehen. Das heißt, mit dem ganzen Körper die Rotation ausfüllen. Und Hand wechseln, andere Seite. Und zurück. So, jetzt gehen wir erstmal die Beine entlang. Fasst nochmal an die Füße. Und jetzt arbeitet quasi in der Innenseite, da merkt ihr auch die Muskeln des Schienbeins quasi hoch. Dass ihr quasi so halb an der Wade seid.
Jetzt könnt ihr ein bisschen Zeit an den Kniescheiben verbringen, mal da rumfassen. Da merkt ihr auch, wie die Kniescheibe mit den Muskeln verbunden ist. Einfach mal ein bisschen um die Muskeln und die Kniescheiben. Das kann man auch als Knochenmassage nennen, das gibt es auch. Man geht quasi jeden einzelnen Knochen des Körpers ab. Das fühlt sich auch echt gut an. Kann man Stunden mit verbringen. Und dann weiter nach oben. Immer schön mit dem ganzen Körpergewicht auf denjenigen lehnen. Natürlich so, dass es nicht wehtut, ne? Aber ihr merkt, dass wenn derjenige reagiert. Bis zu den Hüften. Quasi, das ist, hier ist mein Schienbein und hier diese Linie bearbeiten wir jetzt. Und dann das erste, was ihr tut, ist wieder mit den Handbeinen, das heißt Palming. Geht ihr erstmal so das ganze Bein nach oben. Könnt ihr auch schon mit den Fingern auf die andere Seite drücken, habt ihr direkt zwei Muskelstränge. Das ist jetzt alles ein bisschen schneller. Mein Massagelehrer hat immer gesagt, slowly and progressively. And smile. Weil man so konzentriert ist. Das gleiche macht ihr jetzt mit den Fingern, also mit den Daumen. Geht wieder nach oben. Das nennt sich Thumbing. Logischerweise auf Englisch. Easy. Geil, ich wieder so Englisch wie. So, das gleiche macht ihr dann wieder mit den Handbeinen. Man macht immer erst bei allem, was ich jetzt zeige, einmal Palming, also mit den Handbeinen, dann mit den Daumen und dann wieder mit den Handbeinen. So, das gleiche machen wir jetzt von der anderen Seite, aber hier erstmal die Außenseite des Schienbeins. Also hier ist das Schienbein und hier. Muskelstrang. Das merkt ihr auch, wenn ihr ihn anfasst. Schön, das könnt ihr auch ruhig das Bein ein bisschen bewegen. Das ist ja auch, tut auch gut. Ne? Macht genau das Gleiche. Was lachst du? Kitzelt das? Ich weiß. Jeder ist unterschiedlich empfindlich. Dann das gleiche wieder mit den Daumen. Und eigentlich macht man das wirklich ganz ruhig und immer mit dem ganzen Körpergewicht. Wirklich. Ich wurde mehrmals ermahnt, als ich den Kurs gemacht habe. Und immer schön so. Immer aus den Schultern raus, nicht aus den Händen oder Armen. Das ist ganz normal. Das ist nur der Baum. Der kriegt den Baum schlecht. Da habe ich mich auch am Anfang sehr erschrocken und gedacht, der Baum bricht gleich zusammen. Ja, ich habe gerade gedacht. So, unten wieder angekommen. Nehmt mal den Fuß mit der linken Hand und fasst unter den Hüftknochen und drückt mal so ein bisschen da rein, sodass ihr quasi das Bein so ein bisschen auseinander stretcht. Lang. Das hört sich doch gut an. So, und das gleiche würdet ihr jetzt quasi von der anderen Seite auch machen. Check mit eurem Partner, ob der Druck okay ist, dass es nicht wehtut. Ne?
und verbringt so viel Zeit an bestimmten Körperzonen, was auch immer euch gut tut. Aber im Prinzip ist es immer das gleiche Prinzip an den quasi Muskelsträngern. Und ich habe jetzt auch nur eine Linie gezeigt von den anderen, aber ihr könnt es auch von der anderen Seite machen, am Arm zum Beispiel, dann an verschiedenen, an den ganzen Muskelstränge, Beine, hier außen, hier. Also es, man kann nicht viel falsch machen. Das Wichtigste ist einfach wirklich schön gleichmäßigen Druck anwenden, einmal mit den Handflächen, einmal mit den Daumen. Ja. Ja. Und bequeme Unterarmen. Und darauf achten, dass wenn derjenige jetzt Hüfte hat, vielleicht nicht so an der Hüfte. Ist so brachial. Genau, aber ich denke mal, ihr kennt euren Partner. Deswegen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen was Gutes tun könnt in der Zeit.